Hallo und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben und haben drei Aufgaben. Zum einen sollen wir Feuerpfeile herstellen und dafür erst einmal die Materialien sammeln. Dafür sollen wir uns um eine Herde kümmern von Maschinen. Wir hatten am Ende der letzten Folge auch interessante Begegnungen mit dem, war ja doch reichlich spannend auf jeden Fall. Gut, und wir sollen Fleisch für die Kauzier Grata sammeln. Wollen wir uns auch noch irgendwie drum kümmern. Und eigentlich für die Erprobung, also die anstehende Prüfung, will sich Aloy selbst noch um eine Stolperfalle bemühen. Oh, bin mal gespannt, ob wir davon ja, irgendwas erledigen können. So, habe ich mich erstmal um gekümmert, dass das Lagerfeuer aktiviert ist. Deswegen brennt es jetzt auch im Gegensatz zum Ende der letzten Folge. Und wir werden uns mal den, ja, den Läufern da hinten und den Wächtern widmen. Gut, das lassen wir doch nicht auf uns sitzen, weil die letztes Mal mit uns gemacht haben. Moment, da ist was rechts. Ich glaube, wir haben da ein Wildschwein. Das sah jedenfalls so aus wie ein Schwein. Mal sehen. Ja, würde überhaupt nicht, ist ein Wildschwein. Tatsache. Und da hinten haben wir einen. Ah, Truthahn. Gut, dann können wir uns eigentlich um die Fleischgeschichte noch kümmern. Mal sehen, ob wir den erwischen können. Der steht schön still. Okay, erledigt. So, das ist auch gut. Können wir wenigstens mal hier erstmal jagen gehen. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Übung gekriegt. So, einen Truthahn durchsuchen. Truthahn, Knochen, fettes Fleisch und knorriges Fleisch. Nehmen wir alles lecker mit. Genau. Ja, schön, dass sie das lecker findet. Jute Aloy. So, gut. Da hinten ist die Spurmarkierung immer noch zu sehen. Hat doch mal ein großes Gebiet, was der hier abdeckt. Meine Güte. Aha, da ist einer von den Wächtern. Aha. Oh, der sieht doch gut aus. Wir werden uns hier mal ducken und mal versuchen, den hier zu erwischen. Der treibt sich hier nämlich abseits der Herde rum. Oh, das war daneben. Gerade nur mit dem Kopf bewegen. Also, der ist erledigt. Hat das irgendwer mitgekriegt? Sieht nicht so aus. Sehr schön. Das war ein sauberer Kill. So, wenn wir den jetzt aber looten, dann kriegen die anderen das doch mit. Aha. Ja. Und da drüben müsste eigentlich auch noch der liegen, den wir beim letzten Mal, der Läufer, den wir beim letzten Mal erlegt haben. Den haben wir noch nicht looten können. Dann würde ich sagen, knipsen wir mal den da rechts aus. Mal sehen, ob das funktioniert. Dass wir den Kanister anschließen. Der ist nicht markiert, vielleicht sollten wir uns den vorher nochmal scannen. Machen wir das erstmal. Vielleicht hilft das ja. Okay, bringt uns keine zusätzlichen Informationen. Aber doch, jetzt leuchtet zumindest. Und vielleicht bringt das ja irgendwas. Dann wird das erledigt. Oh, jetzt guckt er in unsere Richtung und dann kriegt er einen Kopfschuss. Der Gegner hat mich im Visier. Oh, da drüben. Oh, da ist noch ein Becher. Oh, wir haben keine Munition mehr. Das ist aber ungünstig. Oh, oh. Können wir schnell welche herstellen? Geht das im Laufen? Tatsächlich, die sollen laufen. Was? Okay. Der ist auch erledigt. Oh, das war ja jetzt ja nicht so schlimm. Wir hätten vielleicht am Ende der letzten Folge auch auf die Art, auf die Art und Weise schaffen können. Oh, gut. Ja, muss ich erstmal trauen. Versuchte lieber vor. Oh, was ist denn das? Was war denn das Leuchten da hinten eben? Oha. Offensichtlich. Was ist denn das? Wir verstecken uns erstmal. Ich glaube, das ist keine gute Idee, das gleich anzugreifen. Mhm. Ein Plünderer. Ach, das ist aber nicht gut. Der Kopf klaut ja nicht unsere Sachen. Nö, um die kümmern wir uns mal. Oha. Wir sehen, ob das eine gute Idee ist. Der hält auch mit ihm ein bisschen was aus. Warte. Oh, oh. Jetzt beschießt noch irgendwas von der anderen Seite? Nö, schauen wir nicht. Okay. Oh, der ist jetzt ja nicht zu sehen. Das ruiniert uns nicht. Okay, niemand. Bisschen was aus dem Medizinbeutel. Okay, HP wieder so voll. Ist aber weit weg. Vielleicht wird besser mal ein bisschen dichter rangehen und in den Kopf schießen. Oh, der liegt am Boden. Der zwei Stück. Aha, okay. So hat er sich wieder aufgerappelt. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr. Oh, oh. Das war knapp. Okay. Oh, das war ein schöner Treffer. Aber wir brauchen gleich wieder Pfeile, richtig viel.
Das würde ich eine erfolgreiche Jagd nennen. Jetzt oder in Südost. Okay, jetzt können wir uns erstmal ums Looten und Plündern kümmern. Das kann noch eine Weile dauern, bis wir das alle angesammelt haben. Ah, und wir haben Lohe gefunden. Und mehr Teilscham haben wir auch schon ein paar. Und dann nehmen wir das mal alle mit. Ja, schön. Aha, wir haben plus 5% Schadensprude für die Fikation. Aha, aha, aha. Irgendein, wohl ein Crafting-Werkzeug oder ein Crafting, eine Crafting-Komponente. Aha, drücke Enter und gehe zur Herstellung, um deine Waffe oder Outfits zu modifizieren. Wir haben da drin noch jemanden, der uns gesehen hat. Das ist nicht gut. Ja, aber flink unterwegs. Fällt sich wirklich ein Wildpferd. Ich habe keine Munition mehr, aber noch viele Ideen. Na, dann werden wir wieder Pfeile erstmal herstellen. Deswegen haben wir den ganzen. Genau, deswegen haben wir das ganze Reinholz eingesammelt. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da hinten. Noch auch flink. Was hat er wohl hier noch von uns? Wo wir sehen, dass er nicht gut bekommt. Okay. Aha, schreckt dann immer gleich die ganze Herde auf. Das ist ja auch interessant. Gut, muss man auch wissen. Gut, okay. Spannende Geschichte hier. Oh, der ist immer noch aggressiv. Okay, hier weiche mal aus. Das war ein schöner Treffer. Aber Kopf würde mal treffen. Das wäre besser. Mist. Wie sind die Bewegungsbedürfnisse für das ganze Kampfsystem? Na, geht aber. So. Und dann können wir die Läufer auch gleich mal durchsuchen. So. Metallscherben, eine Abrissspule, Lohe und Zünder. Nehmen wir mal alles mit. Lassen wir die nicht umkommen. So. Das war doch spannend hier. So, wir gehen mal hier die Pflanze einsammeln. Das ist heilendes Kraut. Sehr schön. Ist unser Beutel auch schon wieder fast voll. Hervorragend. Gut. Dann müssen wir doch unsere Quest hoffentlich langsam mal erledigt haben. Jetzt wird wenig die ganze Zeit offen rumlaufen. Vielleicht werdet ihr ein bisschen zuträglich, wenn wir uns die ganze Zeit mal geduckt vorwärts bewegen würden. Naja, jetzt muss auch egal. So, wie viele Pfeile haben wir denn jetzt noch? 14. Okay, nur das muss reichen. Möchte der nicht verschwenden. So. Wir jetzt nicht alle gefunden haben. Und da ist ein Wildschwein. Das versuchen wir doch gleich mal, ob wir das kriegen. Oh. Oh, der hält was aus. Das rennt weg vor uns. Und wir wollen noch kriegen können. Tatsache. Und wir haben nochmal einen Wildtierkill mit 50 XP, so wie es aussieht. Ja, oben rechts scheint jetzt auf unsere XP-Leiste angezeigt zu werden. Oh, der Level fast voll. Toll. Gut. Wildschwein, fettes Fleisch, knochiges Fleisch. So, ich hoffe, das hilft uns irgendwie bei der Quest mit dieser, wie hieß sie? Grater hieß sie. Genau, da wollen wir ja einen Wochenvorrat Fleisch bringen. So, da drüben können wir noch was looten. Aha. Oh, hier waren wir doch noch ja nicht. Aha. Ne? Oh, vielleicht haben wir die Wächter auch schon irgendwie erledigt. Oder vielleicht sterben die auch irgendwann. Ist wieder was zu hören? Aha. Und ist aber nichts zu sehen. Klang mal wie ein Truthahn. Da ist ein Fuchs. Mal sehen, was das macht, wenn wir den Fuchs umlegen. Okay, der ist erledigt. Ein Pfeil hat hier genügt. Jetzt wäre das doch schön, wenn wir unsere Pfeile wieder einsammeln können. Geht das? Uns hat da irgendwas entdeckt. Oha. Das ist ein Dritter. Das ist wohl wieder ein Wächter. Mal sehen. Ah, der verliert gerade unsere Spur. Okay. Nee, der verliert unsere Spur nicht. Oder ist das wieder ein Sammler? Ach nee, das ist ein Läufer. Und das habe ich doch schon erledigt. War nicht so schlimm. Okay, der läuft ja ganz gut. Okay. Und da hinten ist noch mehr von der Herde. Oh oh. Da ist schon wieder einer. Okay, wir haben noch 7 Pfeile. Uns um den mal kümmern hier. Wo will der denn hin? Okay. Das ist ja spannend hier. Interessante Mechanik auf jeden Fall. Gut, so, wir sammeln weiter Kräuter ein. Wo wir Items wir einsammeln sollten, hatten wir doch jetzt langsam mal. Aha, hier haben wir noch irgendwas erledigt. Aha, interessant. Oder bekämpfen die sich auch gegenseitig. Und deswegen liegen hier. Aha, den kann man nicht looten. Wahrscheinlich uns zugeordnet zu sein, der Kills. Den können wir erstmal jagen, unser angeschossenes
Ja, unser angeschossene Beute, darum werden wir uns auch noch mal kümmern. Irgendwie versteckt er sich. Na gut. Genau, mein. So, können wir uns jetzt von hinten nähern. Nee, wir scannen den mal erstmal. Vielleicht finden wir ja noch eine Schwachstelle. So. Aber der hat uns offensichtlich nicht mehr im Visier. Na gut. Müssen wir ja nicht unbedingt hinterher. Wir können jetzt erst einmal einen Blick auf unsere Karte werfen, beziehungsweise auf unsere Quests. So. Aha. So, was haben wir denn jetzt hier bei den Quests? Aufträge. Mhm. Rede mit Grata. Ach, wir müssen erstmal zu Grata selbst hin. Wollen wir dir auch noch mitmachen? Hauptquest. Wie sieht's denn hier aus? Stelle Feuerpfeile hier. Ah ja, okay, nur dann werden wir das erste machen. Da haben wir alle zusammengesammelt jetzt. Ein bisschen Untergang jetzt im Kampf, Getümmel sozusagen. Oh, mal sehen. Ja, tatsächlich, wir haben alle zusammen. So. Und wir werden noch einmal Jägerpfeile herstellen. Ja, schön. Okay. Jetzt sollen wir wohl als nächstes die Sache mit... Genau, hier sind wir fertig. Dann sollen wir als nächstes mit Karst reden und um die Stolperfalle feilschen. Die soll uns ja wohl helfen bei der Erprobung, also unserer Prüfung, damit wir in den Stamm aufgenommen werden. Obwohl ich davon nicht überzeugt bin, dass das klappen kann. Na, mal sehen. So, wo war denn das jetzt mit der Karst? Mit der Grata, genau. Wenn wir da hin sollen, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal dahin. Können wir das aktivieren? Ja, sehr schön. Und da ist auch das Ausrufezeichen, was wir beim letzten Mal schon entdeckt haben. Vermute mal, dass das eine Art, ja, dass das eine Quest sein könnte. Das wäre jedenfalls so typisch. Ach, das wird doch oben angezeigt. Ja, gut, okay. Man darf nur nicht blind sein. Gut, dann werden wir uns mal in die Richtung aufmachen. Und wir haben noch ein Lagerfeuer entdeckt. War hier eins? Tatsache, hier vorne ist eins. Gleich links hinter dem Felsen hier, wo sie das aussieht. Da ist es. Ach, wollte gerade sagen, gehen wir da erstmal hin, aber hier haben wir offensichtlich... Oh, so war eine. Und drei wieder. Okay. Könnten wir eigentlich mal die Feuerpfeile ausprobieren, weil die machen. Ah. Nicht, wo wir uns verstecken können. Das ist ungünstig. Stimmt nicht. Wir haben hier was zum Verstecken. Ich muss mit dir reden. Aha. Okay. Ah. Bitte, du musst mir helfen. Moment, okay. Das war der hier wohl. Bitte. Na Gott, man sieht uns nicht, wenn wir jetzt zu dem rüber gehen. Ja, ja, ist ja gut. Okay, Tok, dann reden wir mal mit ihm. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Okay. Wir haben wohl eine weitere Quest gefunden, so wie das aussieht. Ja, also das wäre anhand des Ausrufezeichens jetzt auch eigentlich klar. Okay. Gut, also wir können jetzt mit ihm reden. Warum ich ja? Wie kommt er denn auf die Idee, dass ihm eine Ausgestoßene helfen kann? Du weißt schon, dass die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Finde sie. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Okay. Gut, ist ein Argument. Also, fragen wir ihn mal seiner Tochter. Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Ah ja, das war wohl eine der Maschinen. Also das ist kein menschlicher Plünderer. Wahrscheinlich ist es genau so eine Maschinenplünderer, wie wir ihn gerade hatten. Ah ja. Okay, dann ist es doch verständlich, dass er so ein Problem hat hier, bis er so schwer verwundet ist. Okay, fragen wir ihn mal nach einer Mutters Wiege. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja, südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte. Hilf mir bei dieser Sache.
Na gut, wir werden ihm mal helfen. Und wir haben auch keine Möglichkeit, scheinbar nicht anzunehmen, so wie es aussieht. Okay. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Okay, wir haben eine neue Nebenquest erhalten. In den Fußstapfen ihrer Mutter. In Ordnung. Gut, schauen wir mal kurz auf die Karte. Wird ja irgendwo angezeigt werden. Aha. Erst einmal sehe ich es nicht. Gut, scheint die in der Nähe zu sein. Oder wir müssten sie erst aktivieren. Aha, scheint tatsächlich weiter weg zu sein. Schauen wir mal bei den Quests. Nee, hier hinten scheint es zu sein. Ja, ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir aber erstmal zu der Grata. Das liegt ja mir auf dem Weg. Beziehungsweise, wir müssen sowieso da hinten dann hin. In Ordnung. Gut. Alles klar. In Ordnung. Gut, und wir nehmen mal das... Achso, wir kommen ein bisschen Tag rumlaufen. Wir dürfen nicht über ihn rüber stapfen. In Ordnung. So, Gusswurzel. Verderbtes Gusswurzel. Das sind ja tolle Namen. Und wir haben noch mehr Reinholz. Gut, das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Kann man wieder Pfeile machen. Ah, und die Herde ist mittlerweile weg. Nur das ist ja praktisch. Dann können wir jetzt an das Lagerfeuer. Hervorragend. Hat sich das gelohnt, dass wir das so rumgemacht haben. Gut, es sind ein paar XPS in dem, aber nun egal. Gut, wir entzünden mal das Feuer. Ja, schön. Gut. So, und dann gehen wir hier noch Blümchen pflücken. So, Eisrau-Reifwurzel. Meine Güte, das sind aber tolle Namen. Der Medizinbot ist voll, dann kann man das nicht mitnehmen. Okay. Und was haben wir hier? Verderbnis. Gusswurzel, wofür wir auch immer das brauchen. Das ist aber auch egal. Nehmen wir mit. Vielleicht kommen wir da irgendwas. Vielleicht brauchen wir das zum Eintauschen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Mal sehen. So, müssen wir da jetzt lang? Wir müssen da lang, genau. Dann nehmen wir mal hier drin denn hin. Ah, hier ist eine Brücke, dann nehmen wir erstmal über die Brücke. Erstmal zurechtfinden hier. Aber wenn man bedenkt, dass das erst die Startzone quasi ist, nur dann wird das mal ganz interessant. Wenn wir in die weiteren Ebenen oder die weiteren Gebiete vorstoßen. Soll dann doch sehr große Welt sein. So, wie immer hier querfährt ein, würde ich sagen. Oh, da mal ein Fuchs. Und der rennt weg. Okay. Noch eine Heilwurzel. Die können wir nicht mitnehmen. Schade. Dann drüben haben wir noch Reinholz. Das wird mitgenommen. So. So, jetzt können wir eigentlich auch hier langsam steigen. Wir finden, wenn wir noch irgendwas verjagen können. Mal sehen. Oh. Hier ist Olara, deine Schwester. Okay. Wo haben wir es wieder her? Ist hier oben mal zu sehen. Ja, hier drüben scheint noch eine Quest zu sein, so wie das aussieht. Und hier drüben haben wir definitiv noch einen Wächter. Oh oh, und ein Plünderer, wie es aussieht. Wenn ich diese Strahlen da richtig, oder diese Leucht, diese Scan richtig da betrete. Oh, da sind ja gleich zwei Wächter. Na gut, mal sehen, wir sind an dem, wo wir vorbei. Dann kümmern wir uns um die. Ich bin mehr als bereit für dich. Der ist erledigt und der zweite hat uns nicht mitgekriegt. Die plündern da wohl. Ja, wir haben wohl Plünderer gefunden. Schauen wir uns die mal an, ganz kurz. Tatsächlich. Die waren ja doch ein bisschen... Ah, die waren ja doch ganz schön knackig gerade eben, der Ene. Versuchen wir mal, den Ene noch zu kriegen. Ja, das ist erledigt. Und jetzt? Ja, das fragt mich... Oh, oh, oh. Oh, oh, der hat uns gesehen. Ich glaube, der hört gleich wieder auf. Mal sehen. Nee, der hört nicht auf. Das ist gut. Wir nehmen Abstand von denen. Das ist, glaube ich, erstmal sinnvoller. Und wir nehmen Beutel mit. Was für ein Beutel mit? Gut, die lassen wir erstmal. Wo kommt denn diese die Rufe her? Von da oben scheinbar. Aha. Gut, die haben wohl unsere Spur wieder verloren. Ah, wir haben immer ein paar XPs gemacht. Oh, gut. Ich bin hier, Brom. Bist du da draußen? Wir sind zwar nicht Brom, aber ist gut. Ja, da oben scheint jemand zu sitzen. Wie kommen wir denn da hin? Aha, da drüben. Okay. Mal sehen, wie wir da jetzt hinkommen. Wir müssen wohl irgendwie da hoch. Und die Plünderer dabei am besten umgehen. Das ist ein bisschen zu heikel. Also einer von den Dingen, aber zwei? Bitte, weiß ich nicht. Komm doch zu mir! Ja, die ist ja sehr aufdringlich. Also so aufdringliche Questgeber, das ist ja auch sehr merkwürdig. Meine Güte. So, wir gucken uns erstmal den hier an. Freeloot, so wie es aussieht. Oh oh. Die Musik war jetzt gerade ein bisschen bedrohlich. Hast du wieder irgendwas entdeckt? Ja, dahinter hat uns wer entdeckt. Offensichtlich einer der Plünderer. Aha, ah ja. Die kleinen runden Kreise an der Seite scheinen der Bedrohungslevel, bzw. Levels anzudeuten. Deine Schwester!
Ja, die scheint das Level anzudeuten, wie weit man da entdeckt wurde. So, wie kommen wir denn jetzt da hin? Klärt uns das mal. Da ist ein Seil an der Seite, aber das sieht jetzt nicht irgendwie brauchbar aus. Vielleicht müssen wir hochklettern. Vielleicht gibt es da irgendeinen Weg. Naja, gut, wir werden das schon finden. Vielleicht müssen wir erstmal hoch. Ja, das sieht nach hochklettern aus und dann gibt es bequem wieder runter. Die Welt wird weiß. Ja, das sieht gut aus. Okay. Hier scheint es tatsächlich jetzt sinnvoll zu sein, hochzuklettern. Unsere letzte Bergaktion war ja, ja, hat uns einen schönen Ausblick immerhin beschert. Oh, ganz toll macht ihr mit dem Klettern von Aloy. So, wo ist sie denn jetzt? Hier sitzt sie. Okay, die scheint sich hier verirrt zu haben. Man traut sie nicht mehr alleine runter. So klar, wenn da unten die Plünderer sind. Wen haben wir denn hier? Ulara, reden wir mal mit ihr. Sag mir, nach wem rufst du? Brauchst du Hilfe? Ich habe nichts gegen Ausgestoßene, aber ich sollte nicht mit dir reden. Ich will keinen Ärger. Hier ist aber sonst niemand, der helfen könnte. Du hast wohl recht. Tut mir leid, ich wollte nicht gemein sein. Mein Bruder war ausgestoßen, jedoch nur auf Zeit. Er hätte heimkommen sollen, ist er aber nicht. Und sein Lager war voller Blut. Okay. Kriegen wir die nächste Aufgabe. Gut, fragen wir mal nach voller Blut. Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Na okay, und sie traut sich ja offensichtlich nicht, selber auf die Suche zu gehen. Na gut, müssen wir das machen. Okay, fragen wir sie mal, warum bist du allein hier draußen? Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand geritzt, bis Broms Strafe vorbei war. Aber auch nach 3 weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Die Krieger glauben, dass er tot ist, aber ich muss die Wahrheit wissen, darum wollte ich ihn suchen. Okay. Was war das Verbrechen deines Bruders? Warum wurde dein Bruder verstoßen? Brom war immer ein bisschen anders, ein bisschen wirr. Einer der Jäger war gemein und ließ ihn nie in Ruhe. Ich war nur eine Stunde weg. Der Jäger stellte ihm nach, doch diesmal schlug Brom mit einem Stein zurück und brach ihm den Schädel. Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Die Stimmen der Vergessenen. Es kostete ihn 10 Jahre. Hätte ich ihn nur nie allein gelassen. Okay, 10 Jahre sind aber eine ganz schön lange Zeit. Aber gut, für Mord? Okay, dann werden wir ihr mal sagen, dass wir ihr nach ihrem Bruder suchen. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wirklich? Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. Okay. Neue Nebenquest, der Vergessene. Okay. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Würde hier sicherlich auch irgendwo in der Nähe sein. Ist hier aber nicht zu sehen. Jetzt offen. Jetzt bin ich doch da hinten im Tal. Ach hier, das bringt uns in eine ganz andere Richtung. Oh je. Das war nicht gut. Wir wollten ja auch eigentlich dahin. War schon wieder ein Stückchen weg. Gut, wir werden mal zurückgehen. Wir haben jetzt erstmal die Quest auf jeden Fall. Kümmern wir uns erstmal um die gute Grata. Da wollten wir jetzt hin. Gut, kommen wir jetzt hier wieder runter. Mit dem Seil natürlich. Und dann landen wir wieder da drüben bei den Plünderern. Ja, gut. Okay. So. Ja, schön. Wir können es aber hier auch fallen lassen, denke ich. Genau. Gut, wir gehen mal in die Richtung. Das machen wir später. Haben wir uns erstmal die Quest abgeholt. So. Ja. Kann ja nicht mehr so weit sein eigentlich. Wir müssen bloß wieder runter. Irgendwie sind wir falsch abgebogen. Kann vorkommen. Wenn man so noch nie auskennt, ist das so eine Sache. Aber auf die Art und Weise haben wir immer noch eine neue Quest gefunden. Wissen, wo wir noch hin können. Na gut. So. Dann geht das wohl hier lang. Jetzt müssen wir irgendwie hier einen Weg nach links finden. Mal sehen, wie uns das gelingen wird. Wir sehen, ist das auf der Karte eingezeichnet. Wir sind wieder vorbeigelaufen. Aha, wo soll denn dieser Weg sein? Das scheint kein offizieller Weg zu sein, sonst hätten wir den doch hier sehen.
Aha. Na ja, gut. Aha, das muss hier zwischendurch hochgehen. Ja, hier sind ja auch Stufen. Wie kann man die bloß übersehen? Ha. Okay. Das ist ein bisschen nur, ist nur ein Trampelfahrt. Na gut, den kann man mal übersehen. Okay, das hätte aber einer ausgebildeten Jägerin wie Aloy nicht passieren dürfen, dass wir den Weg übersehen. Okay. Aber wir haben, glaube ich, jetzt den richtigen Weg gefunden. Ja, das sieht gut aus. Scheint nicht mehr weit zu sein. Hier scheint doch erstmal ruhig zu sein und hier scheint keine Herden zu sein. Das ist gut. So, Traumfänger. Ah, sind Stimmen zu hören, ganz leicht im Hintergrund. Wahrscheinlich wird die gerade da sein. Name gegen den Bergflug. Hast du ihn nicht zurückgeschickt? Du hast ihn im Herzen behalten. Ich weiß, auch wenn mein Bauch und meine Hände leer sind, bin ich sicher in deinem Becken. Okay, ich wollte es jetzt erstmal ausreden lassen. Okay, reden wir mal mit Grata. Hallo, Grata. Urmutter, seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein? Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Freu dich, Grata. Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen. Urmutter, deine Stimme peitscht wie ferner Donner. Ich höre die Klagelieder, Urmutter. Ich würde einstimmen, habe aber meine Gebetsperlen am östlichen Ausblick vergessen. Fürchte ich. Warte in deinem Lager auf mich, Grata. Ich tu, was ich kann. Okay. Begib dich zur Spitze des Ausblicks. Ja, ich weiß auch, was das hinausläuft. Es geht hier nicht nur um eine Fleischration, sondern geht es darum, ihre Gebietsperlen wohl zu holen. Und wahrscheinlich müssen wir jetzt zu dem Ausguck, wo wir schon waren. Wäre jetzt so meine Vermutung. Wir gucken gleich mal auf die Karte, ob ich recht habe. Nun gut, aber die gute Grata schien auch so ein bisschen neben sich zu stehen. Ich denke, die Kräuter, die für die Meditation, ja, die sie ja für die Meditation nutzt, die machen ein bisschen high. Ja, wirkt jedenfalls so. Okay, stell dir keine Fragen. Das ist deren Kultur. So, schauen wir mal. Tatsache. Das sieht genau nach dem Punkt aus, wo wir schon waren. Na, das ist ja witzig. Okay, na, wir wissen zumindest, wie wir hinkommen. Aber alles seine Vor- und Nachteile. Wir haben uns jetzt zweimal dann angeguckt, wenn wir das erledigt haben. Gut, müssen wir darüber auch noch. Oh je, ist das ein Hin und Her hier. So, ja, dann müssen wir den Berg runter. Und da mal Wildschwein. Nur du nimm mal den Wildschwein noch mit. Oh, das war ein Kopftreffer. Na, so war drei Schüsse für das Wildschwein. Na gut. So, aber wir haben wieder eins erlegt. Das ist gut. So, Schweinsknochen, reichhaltiges Fleisch, fettes Fleisch, knochiges Fleisch. Ganz schön hart. Aber das kenne ich ja. Na ja. Ja, wie es war, das Schweinchen so gegessen hat. Und da liegt irgendwas, was wir einsammeln können. Aha. Ist das ein toter Wächter? Ja, Tatsache. Ein paar Metallschirme, das ist doch nicht. So, brauchen wir noch Pfeile? Nee, Pfeile haben wir 11 noch. In Ordnung. Soll reichen erstmal. So, wir gehen hier mal den Berg runter. Wir haben jetzt die Trampelfahrt. Aha, hier ist der Trampelfahrt. Oder der. Der schnellste Weg nach unten. Ja, das geht dann relativ schnell, wenn man da runterrutscht. Das ist gut. Ah, das ist ja schön hier. So, dann kommen wir ja gleich wieder an dem verwundeten Vater vorbei. Tierik oder so ähnlich, wie hieß er? Hm, mal schauen. Oh, ich hab vergessen, wie der hieß. Ah, ist auch nicht mehr eingezeichnet jetzt auf der Karte. Eigentlich hätte man ja ihm helfen sollen. Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen, wenn wir Unterstützung gekriegt. Oder zumindest, naja, wäre das nötig hart gewesen. Warum der sich nicht helfen lassen wollte, ist mir schleierhaft. Wir hätten ihm doch garantiert irgendwas aus unserem Medizinbeutel an, ja, bieten können. Oh ja, wenn ich will, der will nicht. Ihm schien das nur um das Wohlergehen seiner Tochter zu gehen. Das muss er selber wissen. Ob er so selbstlos sein will, was bringt ihm das, wenn seine Tochter gerettet ist und er nicht mehr am Leben ist, weil sich da vielleicht noch eine Blutvergiftung oder ähnliches zuzieht. Oh, das klingt nicht so sinnvoll von ihm. Naja. Gut, sind wir im Lagerfeuer oder er ist immer noch da? Wie hieß der denn? Jetzt gucken wir mal nach. Haben wir das? Ja, Tok hieß er, okay.
Gut. Nur dann machen wir uns erstmal auf den Weg zum nächsten Lagerfeuer, würde ich sagen. So, dann sind wir eigentlich genau da, wo wir auch die Folge angefangen haben. Das finde ich ganz schön interessant. Ja. Gut, dann müssen wir wohl da hoch. Aha, hier ist ein Wegpunkt. Richte ich mir da in die Richtung. Okay. Hier muss doch sein. Genau. Hier haben wir begonnen. Aha, okay. Da hinten liegt auch noch irgendwas. Na, dann würde ich doch eigentlich sagen, wir sammeln nicht hier mal noch ein, was hier liegt, und dann werden wir hier die Folge beenden. Das hilft bestimmt weiter. Genau. Oh, war noch ein Waschbär gewesen. War der vorbeirannt. Okay, ja, dann werden wir hier mal die Folge beenden und uns beim nächsten Mal weiter um die Sachen kümmern. Die erste Sache haben wir jetzt zumindest erledigt in dieser Folge. Wir haben die Feuerpfeile hergestellt. Ja, gut. Okay, hier geht's dann beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr seid dann auch bei der nächsten Folge Horizon Zero Dawn wieder mit dabei. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.